der mit den Polaritäten tanzt. Der Mensch zwischen Natur und Technologie. Das ist das Thema unserer diesjährigen Herbstkonferenz. Und wir wollen damit ein Thema aufgreifen, was uns jeden Tag, in jeder Minute, eigentlich in jeder Sekunde begleitet. Die Polarität zwischen Technologie und Natur, in der wir in jedem Augenblick schon jetzt leben. Jede Pflanze kann ohne die Polarität zwischen Erde und Himmel gar nicht wachsen. Das Besondere an diesen Polaritäten, in denen wir stehen, ist, dass wir sie normalerweise im Rhythmus in Bewegung halten, tanzend eigentlich in diesen Polaritäten uns bewegen. Und gelingt uns dies im gleichen Maße für das Spannungsfeld, das wir heute erleben zwischen Technologie und Natur? Dieser Frage gehen wir in der Konferenz nach und versuchen Wege zu finden, wie wir eigentlich dieses Verhältnis zur Natur, dieses Verhältnis zur Technologie erneuern, bewusster machen und in Bewegung bringen. Zwischendrin werden wir als kleine Fokuspunkte auch Vorträge haben an den Nachmittagen. Und zwar insbesondere zu vier Themen. Einmal unser Verhältnis zur Natur. Einmal unser Verhältnis zur Technologie. Und dann zwei Themen, die sich damit beschäftigen, wie bringen wir das zusammen. Das sind die Themen unserer Konferenz und sehr herzlich laden wir Sie ein, daran teilzunehmen. Bis zum 15. September haben Sie auch noch die Gelegenheit, eine kleine Forschungspräsentation anzumelden, in der Sie dann in 15 Minuten Ihr eigenes Projekt vorstellen.